Ich möchte jetzt als nächstes den Versuch machen, einen weiteren Autor, der sich eben mit dem Narzissmus beschäftigt, vorzustellen. Das ist Heinz-Peter Röhr. Narzissmus, das innere Gefängnis, im DTV-Verlag erschienen, ich glaube 2005 schon erschienen. Der Heinz-Peter Röhr geht jetzt nicht wirklich auf den Mythos von Narziss ein, sondern der macht es irgendwie so ein Stück geschickter. Da kann man ja dann einfach noch besser die Leute verwirren. Er behauptet jetzt, ja, ich habe da ein Märchen. Das Märchen heißt Der Eisenofen. Und in diesem Märchen kommt eben genau das zum Ausdruck, was diese Geschichte von Narziss eigentlich auch erzählt. Und er versucht eben dann anhand dieses Märchens sich auszulassen über den Narzissmus. Er liebt das auch generell, sich mit Märchen auseinanderzusetzen. Er hat auch mal dieses Buch geschrieben, das Hans-Mein-Igel-Syndrom, die Borderline-Störung verstehen, Weg aus dem Chaos. Also da hat er schon, das ist mir schon früher mal aufgefallen, da hat er schon bewiesen, eben, dass er von Märchen keine Ahnung hat und dass er eben auch da immer wieder versteht, das eigentliche Opfer zum Täter zu machen. Also das gelingt ihm dann eben auch hier mit diesem Märchen, dass er eben jetzt für diesen Narzissmus reklamiert. Und deswegen ist es auch interessant, also ihm passiert genau das, was den anderen Autoren eben, wie schon bei Bärbel Wadetzky und Katrin Asper gezeigt, also die eben ihre Narzissmusbrille, ihre Narzissmusfilter auf diese Geschichte drüber stülpen, die dann eben auch diese Geschichte völlig missverstehen. Und dem Heinz-Peter Röhr gelingt das auch hier mit dieser Geschichte Der Eisenofen. Das hoffe ich dann eben auch zeigen zu können. In seinem Vorwort lässt er sich dann noch so ein bisschen aus zu eben Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Also er sagt da in dem Märchen Der Eisenofen, das die Brüder Grimm aufgeschrieben haben, bildet sich wie kaum in einem anderen Märchen die grundlegende Problematik dieser Menschen ab, die auch als narzisstische Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird. Dann definiert er, was er eben damit darunter versteht. Von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist immer dann die Rede, wenn das Bedürfnis nach Liebe, Bewunderung und Anerkennung auf krankhafte Weise übersteigert ist. Wie sich zeigen wird, haben Menschen, die von dieser Störung betroffen sind, in ihrer frühen Entwicklung zu wenig wirkliche Liebe erfahren. Sie versuchen, dieses Defizit auf unterschiedliche Weise auszugleichen, ohne Erlösung von ihrem Drama zu erfahren. Dass tatsächliche Heilung möglich ist, davon erzählt das Märchen Der Eisenofen. So. Jetzt sagt er dann gleich kurz drauf, auf der folgenden Seite, in der Forschung werden unterschiedliche Konzepte zum Verständnis der narzisstischen Störung vorgelegt, die sich zum Teil widersprechen. In erster Linie orientiere ich mich an den systematischen Arbeiten von Otto Kernberg, die aus meiner Sicht die überzeugendsten für den Bereich früher Persönlichkeitsstörungen sind. Also, wer mich kennt und meine Leidenschaft kennt, mich mit Otto Kernberg auseinanderzusetzen, wird verstehen, dass sich Heinz-Peter Röhr bei mir damit extrem verdächtig macht. Also Otto Kernberg, das versuche ich an anderen Stellen darzustellen, ist jemand, der wirklich in seinem Sadismus gegenüber Psychotherapiepatienten kaum noch zu überbieten ist. Er sagt zum Beispiel einmal, eine Therapie würde gut laufen, wenn er als Therapeut die Lust bekäme, die Leute aus seinem Fenster zu werfen, vor allem, wenn er im 80. Stock seine Praxis hat und dann langsam und freudevoll zu lauschen, bis er unten ein leises Plopp hört. Also das hat er wirklich gesagt. Das ist seine Vorstellung von Therapie. Das Publikum lacht dann freudig auf und er sagt, ich meine das ganz ernst. Und das Publikum lacht wieder und er hat nicht verstanden, ja, Herr Kernberg meint es wirklich sehr ernst damit. Also das ist nur noch der harmloseste Aspekt von dem Sadismus, den Kernberg an den Tag legt. Das geht noch viel weiter. Das geht dahin, dass er das Publikum zum Lachen bringt, als er davon erzählt, wie sich eine Patientin in seiner Klinik von einem Therapeuten sexuell missbraucht, eine Frau mit einer Geschichte mit sexualisierter Gewalt in der Kindheit.
Die Frau bringt sich daraufhin um. Kernberg handelt das ab in einer solch schäbigen, unglaublich unklaren Art und Weise. Wie gesagt, er bringt das Publikum zum Lachen. Man versteht von diesem Fall nicht wirklich etwas. Es ist nur klar, dass sozusagen die ganze Verantwortung für die Geschichte, für dieses Desaster bei der Frau hängen bleibt. Er handelt das ab unter dem Kapitel Transformation des Opfers in einen Täter. Also die Frau wird zum Täter, weil eben aufgrund ihres Suizids es dann zu einer Klage gegen den Therapeuten und gegen Kernbergs Klinik kommt. Also das ist Kernberg, und auf diesen Kernberg bezieht sich der Herr Heinz-Peter Röhr. Und das lässt schon eben einiges erwarten, wenn er sagt, das ist sein Kernberg ist sein geschätzter Lehrmeister in diesen Dingen. Und in der Tat, er schafft das eben auch, systematisch die Opfer zu Tätern zu erklären. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen dieses Märchen von dem Eisenofen erzählen. Ich muss sagen, ich kannte es bislang nicht. Aber die Geschichte geht folgendermaßen: Es gibt einen Königssohn, der wird von einer alten Hexe verwünscht, nämlich dass er im Walde in einem großen Eisenofen sitzen sollte. Da brachte er viele Jahre zu und konnte ihn niemand erlösen. So, und dann einmal kam eine Königstochter in den Wald. Ja, die kommt jetzt dahin, und die ist in der Bredouille, die hat sich nämlich total verlaufen und die kommt jetzt nicht mehr heim ins väterliche Schloss, und jetzt ist die Not groß, und da wird sie dann angesprochen. Also die kommt da auf diesen komischen Eisenofen, und dann kommt die Königstochter, landet da, und da kommt dann eine Stimme heraus, und der fragt dann: Ja, wo kommst du her, wo willst du hin? Und die sagt dann eben: Ja, ich habe das, ich bin da von der Spur abgekommen und jetzt komme ich nicht mehr ins Königsreich. Und da sagt dieser Jüngling im Eisenofen: Okay, ich bring dich ganz schnell wieder nach Hause, aber du musst, oder wenn du willst, aber du musst unterschreiben zu tun, was ich verlange. Und dann sagt er: Ich bin selbst ein größerer Königssohn, als du eine Königstochter bist, und ich will dich heiraten. Also okay, diese seltsame Stimme in diesem seltsamen Kasten verspricht, dass da eine gute Partie draus wird. Sie selbst erschrick da erstmal und dachte: Ach Gott, was soll ich denn mit so einem Eisenofen anfangen? Aber weil sie jetzt halt da doch wieder gerne zum Papa nach Hause will, sagt sie: Na ja, gut, okay, ich mach das. Und er sagt dann noch: Also, und wenn du wiederkommst, dann bring ein Messerchen mit. Mit dem Messerchen musst du dann nämlich da ein Loch in diesen Eisenofen reinschrappen. Also der Deal ist gemacht. Es geschieht dann so eine Art kleines Wunder. Es gesellt sich jemand zu dieser Königstochter, der sie dann tatsächlich in kürzester Zeit, also eben innerhalb von 2 Stunden, nach Hause bringt. Die Freude ist groß. König ist irgendwie total erleichtert. Ja, aber jetzt ist sie so ein bisschen betrübt, naja, und erzählt dann von der Geschichte: und ich habe dem ja versprochen, dass ich den jetzt heirate, was mache ich denn jetzt bloß, ich weiß ja gar nicht, was da in der Box drin ist. Und die beiden überlegen jetzt sich, wie kommen wir da irgendwie raus, und da wird eben dann als Idee aufgebracht: Naja, da gibt es so eine schöne Müllerstochter, die schickt man jetzt da mit dem Messerchen hin, da soll die sich mal dran abarbeiten, und der hat mich ja nicht gesehen, also der wird dann schon irgendwie da mit Vorlieb nehmen. Und die Müllerstochter geht dann da hin und schrappt da jetzt mit ihrem Messerchen, und die gibt sich echt Mühe, also 24 Stunden lang kratzt da rum, es passiert aber gar nichts, also die kommt da kein bisschen voran. Am Ende verplappert sie sich dann sogar noch und gibt zu, dass es eigentlich die Müllerstochter ist und nicht die Königstochter. Und da sagt der Mann im Eisenofen: Naja, okay, also dann schick mir jetzt nochmal die Königstochter, die wollte ich eigentlich haben. Und dann ist natürlich jetzt die Sorge groß: Was machen wir denn jetzt? Naja, da gibt es noch eine Idee. Da gibt es doch die Tochter vom Schweinehirten. Also das ist echt ein
ganz coole, tolle junge Frau. Also die sieht echt top aus, hat echt Modelqualitäten. Da schickt man doch die jetzt einfach mal hin. Gesagt, getan, die super schicke, coole Tochter vom Schweinehirten wird da jetzt beauftragt. Die kriegt auch eine Summe Geld für ihren Job und soll da eben auch mit dem Messerchen sich irgendwie dran machen und irgendwie da diesen Auftrag erledigen. Die gibt auch ihr Bestes, die macht auch 24 Stunden lang rum, kommt aber da auch irgendwie kein bisschen durch diesen Eisenofen durch und am Ende verrät auch sie sich sozusagen und der Prinz im Eisenofen kriegt mit, das ist ja nur die Tochter vom Schweinehirten und jetzt wird er schon ein bisschen stinkiger. Also da sagt er, jetzt wird aber Zeit, dass mal wirklich die Königstochter kommt und dann spricht er auch noch so eine Drohung aus. Also wenn sie nicht das macht, wozu sie sich ja verpflichtet hatte, wenn sie sich an die Absprache nicht hält, dann sollte im ganzen Reich alles zerfallen und einstürzen und kein Stein auf dem anderen bleiben. Also der ist jetzt schon ein bisschen sauer. Also zum zweiten Mal ist er verarscht worden, zum zweiten Mal hat er wahrgenommen, das ist jetzt nicht so wie abgesprochen und jetzt wird es wirklich ein bisschen eng für die Königstochter. Gut, jetzt macht die sich dann tatsächlich auf den Weg und sie kommt dann mit dem Messerchen an und kratzt da jetzt eben rum und ich glaube, es ist schon relativ schnell, nämlich nochmal 2 Stunden. Da hat sie schon, genau, in 2 Stunden hat sie schon ein kleines Loch geschabt und da kann sie da jetzt eben schon reingucken und da sah sie einen so schönen Jüngling, ach, der glimmerte in Gold und Edelsteinen, dass er ihr recht in der Seele gefiel. Und dann schraubt sie natürlich erst recht noch eifriger weiter und dann kommt er auch irgendwann relativ schnell raus. Und dann sagt er so, du bist jetzt mein und ich bin dein, du bist meine Braut und du hast mich erlöst. Also er ist da jetzt doch versöhnt damit, dass sie ihn da zweimal schon irgendwie verschaukelt hatte und will sie jetzt mit sich in sein Reich führen. Aber jetzt bittet sie, ja, aber lass mich gerade noch beim Papa Ade sagen. Und du sagte, ja, ist okay. Aber er gibt ihr jetzt nochmal so eine Aufgabe mit, nämlich sie soll nicht mehr als 3 Worte mit dem Vater sprechen und dann soll sie eben wiederkommen. Und man kann sich ja jetzt schon fast denken, also die geht heim und eben, die hat nichts draus gelernt, also hält sich wieder nicht an die Absprache, es werden irgendwie mehr als 3 Worte und Ergebnis ist, der Prinz im Eisenofen hat das natürlich mitgekriegt und eben als er das mitgekriegt hat, also zum dritten Mal, dann sagt er, weißt du was, du kannst mich mal, also es wird so nicht beschrieben, aber jedenfalls er begibt sich in ein ganz weit entferntes Reich und das ist noch durch irgendwelche speziellen Grenzen eben abgesichert und er ist also wirklich kaum noch oder wirklich nur noch ganz, ganz schlecht zu erreichen. Und jetzt wird der Prinzessin natürlich ganz anders ums Herz. Sie hat jetzt sich so schon drauf gefreut, da jetzt wirklich eine gute Partie gemacht zu haben. Und das ist jetzt aber offensichtlich irgendwie Essig geworden. Und jetzt fängt sie eben an, tatsächlich zu merken, Mensch, der ist mir doch wichtig. Und sie gibt sich dann wirklich Mühe und erledigt dann tatsächlich auch einige Aufgaben und zeigt jetzt offensichtlich auch wirklich, dass es ihr wichtig ist, dadurch und gelangt dann durch Glück auch tatsächlich nochmal zu diesem Prinzen, der inzwischen allerdings schon eine andere hat und die muss sie jetzt erstmal noch überwinden und ausstechen, was ihr dann auch gelingt nach 3 Anläufen. Und in der Situation ist dann dieser Königssohn doch nochmal versöhnt, also er gibt ihr dann wieder eine Chance und diesmal klappt es dann halt und die werden ein glückliches Paar. So, das ist diese Geschichte von dem Eisenofen und jetzt schauen wir mal, was dieser Heinz-Peter Röhr daraus macht, wie er eben aus dieser Geschichte, glaubt jetzt etwas für den Narzissmus
ableiten zu können. Und das sei schon mal vorweg gesagt, das, was er eben mit dem Narzissten identifiziert, das ist dieser super coole, gutmütige, gelassene, tolerante Jüngling im Eisenofen. Also ich kann jetzt hier nur, oder ich werde hier nur ganz punktuell einzelne Textstellen rausgreifen, die eben sehr markant sind. Und da bin ich jetzt gelandet auf Seite 46, da steht unter der Überschrift Wut, Hass und Neid. Das innere Gefängnis verursacht nicht nur Gefühle der Leere und Langeweile, sondern führt auch zu starken Wut- und Hassgefühlen. Gerade Wut, Neid und Hass sind meist die dominierenden und alles andere übertünchenden Gefühle des Menschen, der dem Bild des Königssohns im Eisenofen entspricht. Er schaut voller Neid auf andere, denen es eventuell besser geht. Allein die Zufriedenheit eines anderen Menschen kann zu starken Hass- und Neidgefühlen führen. Hä? Wie bitte? Wo genau möchte denn der Herr Heinz-Peter Röhr in diesem Märchen vom Eisenofen das gefunden haben? Wo bitteschön zeigt dieser Prinz Wut, Neid und Hass? Warum sollten das die dominierenden und alles andere übertünchenden Gefühle sein bei ihm? Hä? Das ist doch ein ganz cooler Typ, der ist ganz gelassen, der hat schon seit Jahren in diesem scheiß Ofen gesessen, naja, Pech gehabt, blöde Hexe, ist halt irgendwie verwunschen, naja, und dann hat er halt eine Chance, da kommt eine Königstochter, die von der Spur abgekommen ist und naja, dann hilft man der ein bisschen und denkt halt, naja, jetzt habe ich der geholfen, dann hält die sich auch an die Abmachungen, dann merkt man aber, naja, okay, erst dann verarscht sie ihn einmal, dann verarscht sie ihn zweimal, beim dritten Mal klappt's dann, aber dann hält sie sich schon wieder nicht an eine Bedingung. Ah ja, und dann sagt er halt, oh, weißt was, rutsch mir doch den Buckel runter, bleib doch, wo du bist, du kannst mir gestohlen bleiben, ich gehe jetzt woanders hin. Was sollte das jetzt an Wut, an Hass, an Neid sein? Nein, der geht seinen eigenen Weg. Das macht er, der ist konsequent, das ist völlig in Ordnung, der ist selbstbewusst. Das ist genau das Richtige, was er tun kann. Fertig, basta. Dann geht's weiter auf Seite 58. Auch der Königssohn im Eisenofen will die Prinzessin auf der Stelle heiraten. Der Eisenofenmensch fühlt sich magisch angezogen von einer Frau, die fähig ist, tiefe Gefühle zu zeigen. So kann sie zum Beispiel traurig sein und weinen, etwas, was der Mensch im Eisenofen lange nicht mehr vermag. Er spürt seine Überlegenheit, denn eine gleichberechtigte Beziehung könnte er nicht ertragen. Daher sucht er jemanden, der abhängig ist, der sich klein und unterlegen fühlt. Nur so kann er sich sicher fühlen, denn hinter einer großartigen Fassade ist er selbst erschreckend klein und verletzlich. Die Prinzessin soll es jetzt sein, die da fähig ist, tiefe Gefühle zu zeigen. Sie kann traurig sein und weinen. Ja, sie weint, weil sie jetzt irgendwie den Weg verloren hat. Und sie weint, weil auf einmal der schöne Prinz nicht mehr da ist mit seinen schönen Klunkern und seinem ganzen Gold. Ja, aber was soll daran so tiefes Gefühl sein? Ich meine, das ist ja schon okay, dass die merkt, Mensch, ich habe da was versemmelt, aber das ist doch jetzt auch jetzt nicht so rühmenswert, dass man sagen muss, mein Gott, hat die tiefe Gefühle. Sondern ja, die hat halt Gefühle, weil sie eben da was verbockt hat. Jetzt ist sie traurig darüber. Das ist auch völlig okay. Und dieser Mann im Eisenofen, ja, der hat jetzt keinen Grund, riesige Gefühle zu haben. Das ist ja auch gut so. Also der könnte ja jetzt auch wahnsinnig wütend sein, dass die ihn schon zweimal verarscht hat. Und dann könnte ich sagen, so, jetzt räche ich mich an dir und jetzt mache ich dies und das und jenes. Nein, macht er nicht. Er will nur, dass sie sich an die Abmachung hält. Und das wäre für den okay.
Aber er hat im Moment noch gar keinen großen Anlass zu irgendwelchen weitergehenden Gefühlen. Das entspricht nicht der Situation. Weder ist er irgendwie tief traurig, ja, er hat sich halt abgefunden damit. Es ist dumm gelaufen, er ist da von dieser scheiß Hexe irgendwie verhext worden. Ja, okay, jetzt sitzt er halt im Eisenofen. Er kann es nicht ändern, er kann es radikal annehmen. Das ist jetzt so, wie es ist. Und ich muss jetzt irgendwie warten, dass ich nochmal eine Chance habe, hier rauszukommen. Fertig, das ist das, was er macht. Das ist völlig in Ordnung. Das nennt man Stressbewältigungskapazität. Er hat da eine Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen. Fertig, basta. Und auch dieses, er fühlt sich magisch angezogen. Ja, da ist eine Anziehung da, aber als die ihn zum dritten Mal gezeigt hat, dass sie sich nicht an Abmachungen hält, da sagt er, weißt du was, jetzt kannst du mir gestohlen bleiben. Und dann zieht er sich erstmal wirklich total zurück. Und zwar zu Recht. Also was soll denn eine Beziehung sein, wenn das schon deutlich ist, ich kann mich auf den anderen nicht verlassen. Der sagt mir zwar irgendwas zu, aber hält sich nicht dran. Ja, was will ich denn damit? Und weiter geht's auf Seite 60. Menschen mit dem Eisenofen-Syndrom träumen häufig von idealer Partnerschaft. Dabei ist letztlich niemand gut genug. Sie investieren viel Energie in die Eroberung. Sobald jedoch die Beziehung hergestellt ist, verliert sie ihre Spannung. Sie wird uninteressant, langweilig und vor allem als Einschränkung der persönlichen Freiheit erlebt. Guter Herr Röhr, wir brauchen uns jetzt nicht darüber streiten, dass es solch ein Phänomen gibt. Gar keine Frage, erlebe ich auch in meiner Praxis immer wieder. Also das Phänomen an sich würde ich nicht in Rede stellen. Aber was ich in Abrede stelle, ist, dass dieser Mensch, dessen Geschichte Sie da konkret vor Augen haben, nämlich dieser Mensch im Eisenofen, was soll das denn bedeuten, dass dem niemand gut genug ist? Also hätte die gleich beim ersten Mal sich mit dem Messer hin da dran gemacht und hätte da rumgeschrappt und was weiß ich, hätte dann vielleicht auch noch sich an die Bedingung gehalten, hier jetzt drei Worte zum Vater, was die auch immer sein könnten, wie was weiß ich, ich liebe ihn oder ich werde heiraten. Was auch immer diese drei Worte gewesen wären, also was ja zum Beispiel dann sowas vielleicht symbolisieren soll wie eine ganz klare Entscheidung. Also es wird jetzt nicht noch ein großer Roman darum herum getextet, sondern es ist jetzt eine Entscheidung, ich stehe zu diesem Menschen, fertig. Drei Worte, die dann reichen müssen. Ich liebe ihn zum Beispiel. Aber das ist eben das, was sie nicht hinkriegt und dann zieht er halt die Konsequenzen. Aber eben hätte sie das schon vorher mitgebracht, dann wäre sie ihm doch vielleicht schon auf dem ersten Mal gut genug gewesen. Also merken Sie nicht, dass Sie da diesem Menschen etwas unterstellen, nur weil Sie sich jetzt einbilden, auf welcher Grundlage auch immer, dass der eben so sein sollte. Gibt aber diese Geschichte nicht her. Und wenn man sowas aus einer Geschichte herausliest, dann ist man eben auch allzu leicht bereit, sowas aus Lebensgeschichten von anderen Menschen herauszulesen und denen irgendwas überzustülpen, was bei denen eigentlich gar nicht zu finden ist. Und dann wird man denen nicht gerecht. Und dann nimmt man deren Leid nicht wirklich wahr. Und dann ist man in seinem eigenen Film und versucht nur, sich selbst zu bestätigen, was man da jetzt Geniales rausgelesen hat und ist an der Wirklichkeit meilenweit vorbei. Eisenofenmenschen pendeln zwischen Idealisierung und Wertung. Dies ist auch im Märchen zu erkennen. Während der Phase der Annäherung ist die Königstochter die einzige, die ihn erlösen kann. Nachdem sie jedoch nicht absolut den Erwartungen entspricht, im Bild des Märchens mehr als drei Worte sagen, erfolgt die Entwertung. Sie wird ohne Kompromisse unerbittlich und erbarmungslos verlassen. Wie sich noch zeigen wird, fehlen dem Königssohn viele Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen würden, sich auf eine Beziehung einzulassen. So ist er zunächst nicht wirklich an einem anderen Menschen interessiert, sondern an dem schönen Gefühl der Verliebtheit. Er will sich sonnen in Bewunderung und Bestätigung, die er dringend benötigt zur Stabilisierung seines brüchigen Selbstwertgefühls.
Was für ein Schwachsinn. Was macht er denn? Der hat da jahrelang in dem Ding gesessen. Jetzt kommt da erst die Müllerstochter, dann die Schweinehirtentochter. Und die kommen noch nicht mal an ihn ran. Und dann kommt eben die, mit der er die Abmachung hat. Und die kommt dann, dringt dann auch zu ihm durch. Und dann ist er eben ganz schnell auch da bereit, ihr nochmal eben, dass sie ihn da hintergangen hat, nochmal zu verzeihen. Und dann hält sie sich aber schon wieder nicht an die Abmachung. Und dann reicht es ihm halt. Dann sagt er, du kannst mich mal. Ich ziehe mich jetzt zurück. Und das ist eine Fähigkeit, wo ich sagen würde, ja, das ist genau eine Fähigkeit, die nötig ist, um sich auf eine gesunde Beziehung einlassen zu können. Also ich muss in der Lage sein, auf meinen eigenen zwei Beinen zu stehen. Wenn ich abhängig bin, wenn ich dann alles mit mir machen lasse, nur um diese Beziehung nicht zu verlieren, dann bin ich am Arsch, dann bin ich beziehungsunfähig eigentlich, weil ich mich auf Gedeih und Verderb dem Nächstbesten ausliefere. Aber das, was dieser Eisenofenmensch kann, das ist wahrscheinlich, weil er erprobt ist, weil er über Jahre in diesem Scheißkasten gesessen hat, der ist in der Lage zu sagen, oh, ich komme auch allein zurecht. Und wenn du dich nicht so bewegst, dass du sagst, du bist in der Lage, eine zentrale Beziehungsqualität zu erfüllen, nämlich verbindlich zu sein, verlässlich zu sein, dich an dein Wort zu halten, das du gegeben hast, ja, dann kannst du mir gestohlen bleiben, wenn du das nicht mitbringst. Also er will sich nicht sonnen in Bewunderung und Bestätigung. Das wird sie ja machen. Die wird ja sagen, oh, du hast so schöne Edelsteine und das Gold, das glitzert so schön an dir und dein Reich ist bestimmt noch größer und schöner als das von meinem Papa. Sagt er, das ist aber mir scheißegal. Darum geht's mir nicht. Ich will, dass du dich an deine Abmachungen hältst, dass du deine Beziehung zu mir auch wirklich hältst, dass wir uns zusammen absprechen können und dass das dann für dich wirklich gilt. Und deine Bewunderung und dein Strahlen, weil ich jetzt irgendwie so ein paar Klunker an mir hängen habe, das ist mir nicht wichtig. Die drei Worte, die die Prinzessin sagen darf, sind viel zu wenig, um alles das mitzuteilen, was es zu sagen und zu berichten gäbe. Und so muss sie scheitern, will sie nicht gänzlich jedes menschliche Gefühl opfern. Drei Worte, die nicht einmal für den Abschied reichen würden, sind eine extreme Forderung, die unsinnig und völlig übertrieben ist. Sie erinnert an die griechische Sage von Orpheus, der in der Unterwelt nach seiner geliebten Eurydike suchen darf. Als er sie gefunden hat, darf er sich aber nicht nach ihr umdrehen, um sie anzuschauen. Seine Liebe ist zu stark, als dass er sich an diese Anweisung halten kann. Er dreht sich um und verliert sie damit. Sein Drama ist von nun an noch leidvoller, denn jetzt hat er die Trennung von der Geliebten verschuldet. So, da haben wir jetzt gleich mehrere Punkte, die es da anzusprechen gäbe. Also zum einen muss ich jetzt gerade spontan dran denken, man sagt ja, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Also okay, vielleicht spiegelt sich darin auch einfach, dass Frauen und Männer ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass diese drei Worte einfach symbolisch stehen für etwas, was man jetzt nennen könnte, feste Entschlossenheit. Ich muss jetzt nicht lange da einen Roman drüber reden, ja, und vielleicht mag ich ihn doch oder vielleicht mag ich ihn nicht. Nicht, sondern es reicht, wenn ich sage, ich liebe ihn. Basta. Also das ist, glaube ich, damit gemeint und nicht jetzt eben zu sagen, wie sagt er da, drei Worte sind eine extreme Forderung, die unsinnig und völlig übertrieben ist. Nein, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Also wenn in einem Märchen etwas so erscheint und wo man eben sagen kann, naja, hätte die sich an die Bedingung gehalten, dann wäre das eben schon früher passiert, dann heißt das, das ist dann auch so. Also das ist das Richtige, so muss es sein. Diese drei Worte, das ist das Wichtige. Und da kann er nicht jetzt von außen sagen, ja, aber ich weiß eigentlich viel besser, wie es in den Märchen zugehen sollte und deswegen ich erkenne, das ist eigentlich absurd und das ist eigentlich völlig bescheuert, was dieser Prinz da fordert. Nein, der Prinz hat recht, das Märchen hat recht. Und es zeigt eben, wie diese Prinzessin daran scheitert, wie die nicht reif genug ist, sich an Abmachungen zu halten. Das ist der Punkt.
Und was da an dieser Stelle noch interessant ist, Heinz-Peter Röhr offenbart auch gleich, dass er von anderen Geschichten, also von Mythen zum Beispiel, keine Ahnung hat. Also er spricht da an auf die Sage von Orpheus. Jetzt will er da wahrscheinlich auch sagen, ja, der Mythos stimmt aber auch nicht. Das ist ja auch blöd, dass der sich nicht nach ihr umdrehen darf. Ja, was soll denn das jetzt heißen, Herr Röhr? Also wollen Sie jetzt den Mythen vorschreiben, wie die eigentlich zu lauten haben? Oder wollen Sie sich mal bemühen, zu verstehen, was dieser Mythos eigentlich aussagt? Dieser Mythos von Orpheus ist ein ganz zentraler Mythos, der wie alle Mythen eine sehr urtümliche menschliche Erfahrung spiegelt. Und jetzt will ich Ihnen erklären, was uns die Sage, diese wunderschöne Sage von Orpheus mitgeben will auf den Weg. Die Geschichte lautet ja so, der Orpheus hat seine Eurydike verloren, seine Freundin, nämlich die ist von einer giftigen Schlange gebissen worden und ist dadurch gestorben. Jetzt gelangt die Eurydike dadurch in die Unterwelt und der Orpheus beschließt, er wird mit seiner Kunst, mit seinem Gesang, mit seinem Lyraspiel versuchen, den Gott der Unterwelt, den Hades, zu betören, damit er ihm erlaubt, seine Eurydike wieder mit ans Licht zu holen. Gesagt, getan, er macht sich auf den Weg, er geht in den Hades, er findet da den Unterweltgott und er bezirzt ihn da auch mit seinen schönen Liedern, mit seinem schönen Lyraspiel und dann kriegt er tatsächlich am Ende die Erlaubnis, okay, gut, du hast mich überzeugt, du darfst die Eurydike wieder mitnehmen. Und da denkt er schon, ey, super, ich hab's geschafft, prima, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ach so, Entschuldigung. Und dann sagt der Hades, ja, du kannst sie gerne mitnehmen, aber ich habe nur eine einzige Bedingung. Du darfst dich nicht nach ihr umdrehen. Das ist ja genau das, worauf der Röhr jetzt auch hier anspricht, eben diese eben in seinen Augen unsinnige Bedingung. Nur drei Worte, mehr nicht. Und so eben die Bedingung von diesem Gott der Unterwelt. Nicht umdrehen, sonst nicht. Und okay, der macht sich auf den Weg, ist ganz, ganz guten Mutes das dauert dann doch irgendwie ein Stück länger, als er gedacht hat. Und dann auf einmal denkt er, mein Gott, ich höre dich ja gar nicht mehr. Wo ist denn die? Und verdaut's. Ja, Pech gehabt, geht nicht. Ja, was will uns jetzt dieser Mythos sagen? Will der Mythos uns sagen, dass der Gott der Unterwelt unsinnige Forderungen stellt? Nein, dieser Mythos erzählt etwas, was im menschlichen Erleben immer wieder präsent ist. Menschen neigen dazu, wenn sie zum Beispiel über den Tod geliebter Angehöriger leiden, dass sie das in künstlerischer, kreativer Art und Weise umsetzen. Also wenn man zum Beispiel an Friedrich Hölderlin denkt, der war in Liebe entbrannt zur Gattin seines Arbeitgebers, des Bankiers Gontard. Er hat diese Frau dann später als Diotima besungen. Die Gattin dieses Bankiers ist dann früh gestorben und er hat in seinen Gedichten immer wieder dann auf die Erinnerung mit ihr angespielt. Desgleichen ein Dichter, mit dem ich mich lange auseinandergesetzt habe, Wilhelm Jensen, gelebt von 1837 bis 1911, dessen Novelle Gradiva irgendwann dem Sigmund Freud in die Finger fällt und der daraus seine umfangreichste Literaturbesprechung drechselt und eben auch nichts verstanden hat von der eigentlichen Geschichte. Der Wilhelm Jensen erzählt dem Freud alles, was eben sein Schreiben ausmacht. Der Wilhelm Jensen hat 150 Romane und Novellen geschrieben und in all diesen Geschichten im Grunde immer wieder ein und dieselbe Beziehungsgeschichte zum Ausdruck gebracht, nämlich eben, das schreibt er dem Freud, er hat seine Kindheitsfreundin mit 18 Jahren an Schwindsucht verloren. Und das stimmt, das ist richtig. Ich habe ihren Namen identifiziert, das ist Clara Luise Adolfine Witthöft. Die ist am 2. Mai 1857 mit 18 Jahren gestorben. Und in etlichen Geschichten von Jensen stirbt eine junge Frau am 2. Mai oder eine Beziehung wird am 2. Mai endgültig auseinandergerissen. Das ist seine Art, mit seiner Kunst eben auch diesem Gedenken an die geliebte Verstorbene sozusagen eine Erinnerung zu bewahren.
Und zum Beispiel in Jensens Landhaus in Prien am Chiemsee, da sind noch ganz viele alte Gipsabgüsse von Reliefs erhalten, die der Jensen erworben hatte. Unter anderem eben, es gibt ein Relief von Orpheus und Eurydike, das hing gleich im Eingangsbereich, in der Diele. Und das macht eben deutlich, der Jensen hat diesen Mythos verstanden, nämlich eben das, was der Orpheus zum Ausdruck bringt. Ja, in der Musik, in dem kreativen Schaffen kann man sich dann manchmal noch sozusagen in der Hoffnung wähnen, dass man den geliebten Menschen noch mal ins Leben zurückholt. Und man kann da in einem beseligenden Gefühl sein, so diesem Menschen noch mal sehr, sehr, sehr nahe zu sein. Aber kaum, dass man noch mal genauer hinguckt, merkt man die bittere Realität. Leider ist dieser Mensch nicht mehr zu haben. Er ist verloren. Und das ist eben das, was in dieser wunderschönen Geschichte, in diesem Mythos zum Ausdruck kommt. Und da jetzt zu sagen, ja, aber jetzt hat er noch mehr Schuldgefühle, weil eben immerhin er hat sich ja jetzt umgedreht. Völliger Käse, spielt keine Rolle. Über dessen Schuldgefühle brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Nein, darum geht es nicht. Er war für einen kurzen Moment, für den Moment, wo er jetzt sozusagen da diesen Gott der Unterwelt wirklich so bezirzt hatte, dass er von dem die Erlaubnis hatte, so, du darfst sie mitnehmen. Da war er noch mal ganz in diesem Gefühl, ach, wie schön ist das, ich habe sie bei mir. Und eben dann, wenn er wieder genau hinguckt, merkt er, leider, ich habe sie tatsächlich verloren. Im Grunde auch die Geschichte von dem Narziss, ich kann es nicht festhalten, leider. Und wenn ein junger Mensch stirbt, das ist sicherlich mit die tragischste Geschichte. Das ist beim Narziss, der seine junge Zwillingsschwester verliert. Das ist die Geschichte bei Wilhelm Jensen, der seine Kindheitsfreundin verliert. Das ist die Geschichte bei Friedrich Hölderlin, der eben diese geliebte Frau, die Gattin seines Arbeitgebers verliert. Und es gibt hunderte, tausende von Geschichten sicherlich, wo eben Menschen genau ihre Jugendliebe nochmal ein Denkmal setzen in der Kunst. Ob sie jetzt malen oder Musik machen oder Lieder texten oder was auch immer. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und auf Seite 67, auf alles, was der Prinzessin an anderen Menschen gefällt oder wichtig ist, ist er krankhaft eifersüchtig. Er kann nicht ertragen, dass sie sich ihrem Vater immer noch eng verbunden fühlt, sie ihm nicht in einer Absolutheit gehört, dass er sicher sein könnte, nicht verlassen zu werden. Ohne den Schutz des Eisenofens steht er völlig klein, nackt und verletzlich da. Wo bitteschön ist die krankhafte Eifersucht? Nein, wenn die halt nicht will, dann soll sie es bleiben lassen. Das ist das, was sie ihr vermittelt. Und natürlich, die kann jetzt nicht ständig beim Papa am Rockzipfel hängen wollen, wenn sie mit ihm irgendwie eine neue Familie aufbauen will. Das ist doch psychologisch. Haben Sie noch nicht solche Lebensgeschichten auch gehört, die das tatsächlich eben sagen, dass ja möglicherweise so ist, dass Eltern eifersüchtig sind, dass Mütter oder Väter ihre jeweiligen Kinder nicht loslassen. Ja, eben das verhindert dann auch Beziehungen, wenn diese Menschen dann nicht in der Lage sind, mit drei Worten klipp und klar zu sagen, ich gehöre ihm oder ich suche jetzt nach drei Worten, das ist jetzt auf die Schnelle doch nicht so möglich, also, aber dass man wirklich mit ganz präziser Position sagt, er und ich. So, darum geht's. Und da haben die Eltern sich dann rauszuhalten, das muss man eben dann auch begreifen. Weiter auf Seite 71, der Mensch im Eisenofen ist somit als jemand zu erkennen, der sich auf dem Hintergrund früher Verletzungen, Einschränkungen und Manipulationen einen besonders harten Lebenskampf gegenüber sieht, den er mit aller Gewalt gewinnen will. Dass es solche Menschen gibt, schön und gut, das ist geschenkt, ja, das glaube ich. Aber man muss doch sozusagen dann auch wirklich den Leuten zuhören. Und wenn einem jemand so eine Eisenofen-Geschichte erzählt, da kann man doch jetzt schlecht sagen, ja, da erkenne ich, das ist eben ja Hintergrund früher Verletzungen, Einschränkungen, Manipulationen, harter Lebenskampf, will mit aller Gewalt gewinnen. Nein, will er gar nicht.
sondern eben, wie gesagt, wenn der andere nicht will, dann sagt er, oh, weißt was, du kannst mich mal. Fertig, basta. Also es gibt solche und solche Menschen. Natürlich gibt es Menschen, die mit aller Gewalt gewinnen wollen, die permanent zeigen müssen, wie toll sie sind. Ja, gibt es, keine Frage. Aber bitteschön, das hat mit diesem Mann im Eisenofen nichts, gar nichts zu tun. Und auf Seite 82, wie bereits beschrieben, fehlt dem Eisenofen Menschen Selbstliebe. In ihm wohnen Wut, Hass, Kälte, Selbstablehnung. Er findet sich hässlich und kann nicht glauben, dass etwas Positives in ihm vorhanden ist. Oft haben in der frühen Kindheit dieser Menschen ein oder mehrere Ereignisse stattgefunden, die besonders beschämend waren. Wie eine offene Wunde bleibt die Angst vor weiterer Beschämung und Verletzung. Wieder keine Frage, so etwas gibt es. Aber nochmal, es gibt an dem Verhalten dieses Eisenofenmenschen keinen Hauch von Wut, Hass, Kälte, Selbstablehnung. Er findet sich hässlich, kann nicht irgendwie glauben, dass was Positives in ihm vorhanden ist. Nein, er genügt sich selbst. Er weiß, dass er was Positives zu bieten hat. Und natürlich würde er sich auf diese Prinzessin einlassen. Aber wenn diese Schachtel nicht in der Lage ist, Position zu beziehen, dann kann sie ihm gestohlen bleiben. Also dann nützt deren Königsreich nicht, oder dass sie irgendwie auch eine ganz hübsche ist. Davon hat er dann nichts. Und auf Seite 88. In der Therapie wird der Eisenofenmensch Mühe haben, andere als selbstständige Personen anzuerkennen. Dieses Problem hat er immer und überall. Entweder versucht er, andere zu dominieren, zu unterwerfen, oder er wertet sie gnadenlos ab. Wenn er einen anderen Menschen idealisiert, dann nur, um sich mit seiner vermeintlichen oder tatsächlichen Überlegenheit zu identifizieren. Nochmal, wo bitteschön gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass dieser Eisenofenmensch sich darum bemühen würde, andere zu dominieren oder zu unterwerfen? Nein, macht er nicht. Natürlich will er ausprobieren, ob die Königstochter sich an ihre Bedingungen hält, weil er spürt, okay, die könnte ihn erlösen. Aber wenn sie glaubt, sie müsste ihn verarschen, ah ja, okay, dann soll sie es machen, soll sie es probieren, aber dann nicht mehr mit ihm. Und er ist wirklich unglaublich geduldig, dass er ihr eben wirklich ein Fauxpas nach dem anderen noch verzeiht und dann am Ende ja sogar noch tatsächlich für diese Beziehung zur Verfügung steht. Also echt ein großartiger Kerl, kann man wirklich nichts gegen sagen. Natürlich ist auch und gerade der Mensch im Eisenofen sehr abhängig. Auffällig ist seine Gier nach Bewunderung. Er produziert ständig große Taten, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Hinter einem nach außen sehr auf Unabhängigkeit bedachten Menschen versteckt sich jemand, der sehr abhängig ist. Er ist pseudo-autonom, scheinunabhängig. Sein Leben ist in wesentlichen Bereichen unecht und man könnte auch von einem Pseudo-Leben sprechen. Mein Gott, was für ein Case. Also wir beziehen uns doch auf ein und dieselbe Geschichte. Und immer wieder die Frage, wo genau hören, lesen, riechen Sie das heraus? Das ist doch völliger Quatsch. Was ist denn mit Gier nach Bewunderung? Ja, okay, der ist mit ein paar Klunkern behängt. Ja, das glitzert irgendwie golden, aber das ist dem doch scheißegal. Der hat das einfach. Der will damit nicht protzen, sondern eben, es ist das, was der Königstochter dann am Ende irgendwie so ganz, ganz nett ins Auge fällt und wo sie merkt, ach Mensch, das wäre ja doch keine schlechte Partie. Aber das ist doch nichts, womit er jetzt anfängt zu protzen oder was er nötig hat. Er hat solche Qualitäten, er ist ein toller Mensch, er hat irgendwie eine Begabung, er hat Potenzial. Und dessen ist er sich bewusst. Aber wenn jemand sagt, oh, das will ich jetzt doch nicht haben und ich halte mich aber nicht an unsere Abmachungen, dann sagt er, kein Problem, dann lass es sein, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Und das ist nicht pseudo-unabhängig, das ist unabhängig. Das ist eine echte Unabhängigkeit. Ich laufe niemand hinterher, ich krieche niemand in den Arsch, ich mache nicht Männchen, damit der andere mich irgendwie für toll hält. Dass es solche Menschen gibt, ist keine Frage. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was uns das Märchen in diesem Mann im Eisenofen präsentiert. Verdammt nochmal.
Also wo ist denn da ein psychologisches Gespür? Das muss man doch irgendwie rauskriegen, wenn man dieses Märchen liest. Das ist doch wirklich eine relativ kompakte Geschichte. Die ist doch ziemlich eindeutig. Und auch da ist wieder das Phänomen, dass Menschen, die mit bestimmten Theorien befrachtet sind, psychologischen Theorien, also die Psychologen haben sich offensichtlich über mehr als ein Jahrhundert eine unglaubliche Besserwisserei angeeignet. Das war vor Freud noch anders. Da war vielleicht könnte man da mal den Begriff Vorfreude irgendwie prägen. Also Vorfreud, das ist wirklich was ganz anderes. Da ist Josef Breuer, das ist ein unglaublich sensibler, kluger Mensch, der den Leuten zuhört. Der hört seiner Patientin Bertha Pappenheim, der hört der wirklich zu, der will es wissen, was die für Gefühle hat. Und wenn die es ihm nicht erzählt, dann weiß er es nicht. Und anders als der Freud, der den Leuten ständig irgendwas überstülpt und eben genau weiß, was die wollen und was deren Problem ist. Und der mit so diese unglaublich schwammigen, nichtssagenden Begriffe aufbringt, wie Narzissmus, Ödipuskomplex, irgend so ein Mist, wo er den Leuten einredet, ja, das ist jetzt das und das und das, und die Leute glauben ihm das dann und verstehen eigentlich nicht, worum es dabei geht. Aber eben sie wenden dann wunderbar diese Scheinkonzepte an, um sich selbst und den anderen die Welt zu erklären. Und das muss immer wieder jämmerlich scheitern. Und das scheitert eben auch so jemand wie Heinz-Peter Röhr an so einer simplen Geschichte, wo er eben wirklich das Opfer zum Täter macht. Dieser Mann im Eisenofen ist das Opfer von dieser frühen Verwünschung, aber er hat es irgendwie ziemlich gut überstanden. Und jetzt geht es eben nur darum, was ist jetzt hier mit dieser Königstochter? Und da verhält er sich überall absolut korrekt, absolut cool. Er ist aber auch konsequent, er ist unabhängig. Also er lässt sich ungern mehrfach verarschen. Und wenn die Trulla das ein viertes Mal verbockt hätte, also da würde ich meine Hand ins Feuer legen, nach dem vierten Mal hätte der gesagt, du weißt was, andere Mütter haben auch schöne Töchter, du hattest deine Chancen, wir lassen das jetzt. Sie hat es dann zum Glück wirklich irgendwann begriffen und hat sich wirklich angefangen, ernsthaft zu bemühen. Das war ihr Glück. Ansonsten hätte sie wirklich eine super gute Partie in den Sand gesetzt, die blöde Kuh. Die war drauf und dran, das zu tun. Hat aber noch die Kurve gekriegt. Und wie gesagt, an diesem Mann im Eisenofen gibt's genau wie bei Narziss, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das sind wirklich ganz tolle, wunderbare, selbstbewusste Menschen, die ihre Leidensgeschichten auch mit auf den Buckel tragen, die aber damit wirklich gut umgehen. Das sind Vorbilder, diesen Menschen kann man nacheifern. Dann auf Seite 106, Ausbeutung und Missbrauch anderer Menschen ist bei vielen Eisenofenmenschen üblich. Sie haben ausgeprägte Fähigkeiten, gerade die Menschen zu finden, die ihren egoistischen Bedürfnissen willfährig sind. Partnerbeziehungen haben besonders oft den Charakter sexueller Ausbeutung. Ja klar, braucht man nicht drüber reden, haben wir doch wirklich in dem Märchen, steht das doch ganz offen, wie er da wirklich die arme, geschundene Prinzessin sexuell ausbeutet und missbraucht und egoistisch da so seine Bedürfnisbefriedigung da an ihr stattfinden lassen will. Mein Gott, was für ein Käse. Wie kann man, ich habe es ja schon auch, oder versucht auch mir zu erklären. Also es sind wirklich in diesem Buch immer wieder Stellen, also dass es wirklich deutlich ist, das ganze Buch ist durchzogen von dieser Verständnislosigkeit. Ein schwieriger Bereich ist bei den Menschen, die im Eisenofen leben müssen, die Neigung zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Spannungen werden schlecht ertragen und mit irgendwelchen Methoden, die eine schnelle Erleichterung bewirken, zu bekämpfen versucht. Der hat es über Jahre in dem Scheißofen ausgehalten.
das könnte er gar nicht, wenn er irgendwie ständig nur nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung kreischen würde. Er hat sich das antrainiert. Das ist ein genügsamer Mensch. Der kann damit leben, dass er jetzt nicht ständig alle Wünsche von den Lippen abgelesen bekommt. Aber irgendwann ist auch gut. Ja, er will da auch aus dieser Kiste noch mal raus. Und ja, natürlich, er hofft sich, dass da jemand kommt, mit dem er wirklich sowas wie eine Beziehung haben kann. Und wenn die es verkackt, ja, dann kann er noch weiter warten. Dann probiert er es mit einer anderen. Ja, so, das war es jetzt dabei. Also das war hier Heinz-Peter Röhr, Narzissmus, das innere Gefängnis. Also wer mir hier zugesehen hat, wird eben gemerkt haben, das macht mich wirklich ärgerlich, diese Art von Unverständnis. Und ich erlebe das in meiner Praxis. Ich habe hier schon Leute sitzen gehabt, denen ist es nach einer Therapie bei Kollegen, Kolleginnen schlechter gegangen als vorher. Und das hat was damit zu tun, wenn man nicht verstanden wird, wenn man das, was man da erzählt, wenn das von dem Gegenüber einfach irgendwie rumgedreht wird und wenn man selbst mit dem, was man als Opfer erlebt hat, überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern wenn einem noch so zugeschoben wird, ja, wo war denn dein eigener Anteil und war da nicht was, wo du selbst irgendwie so auch Täterqualität hattest? Das ist das, was in der Tat oft genug passiert. Das ist das ganz fürchterliche, üble Erbe, das die Psychologie, die Psychiatrie sicherlich auch zum Teil eben mitbekommen hat von dem alten Freud, der eben wirklich es geschafft hat, die Menschheit zu verwirren, der mit seinen abstrusen, unklaren, diffusen Begriffen, die eben typischerweise auch gerade sich an Geschichten festmachen, die diese Märchen eben umdeuten und damit eben diese Verdrehung der Wirklichkeit auch systematisch in sich als Begriff eben enthalten haben. Und diese Erbschaft hat er weitergegeben. Und von dieser Art von Begriffsverwirrung sind eben auch noch Menschen wie Heinz-Peter Röhr beseelt.